Moin, moin, liebe Leute. Hallo, hi. Groß. Lass uns abklatschen, laufend. Ah, das geht ja nicht. Achso, ja, wir kriegen das hin, Moment. Oh, ja. Fusion, oh Gott. Oh, meine Hand steckt. Infusion. Ich gehe. ja, moin, liebe Leute, zu... ja, was ist das, ein Let's Play, Let's Show, Let's Überleb. Let's Überleb, Let's Survive. Let's Rennen durch die Gegend und hab keine Ahnung, was du machen willst. Genau, Daisy Standalone. Merkt man daran, dass hier alles ganz derbe buggy ist. Merkt man an der wunderschönen Grafik und an den Bäumen, ja, die teilweise Blätter haben. Bei mir, oh, ah, ich hatte gerade einen ganz bösen Hänger. Sehr schön. Kann ich meine Maus nicht mehr bewegen. Ja, es ist ein sehr unfertiger Pre-Alpha-Bild und wenn sogar der Entwickler davon abrät, dieses Spiel zu kaufen, solltet ihr uns noch viel mehr dazu, also, ne, kauft das einfach nicht, fertig. Richtig, auch wenn das schon 1 Million Leute anscheinend gemacht haben. Alles knapp Freaks. 1 Million, oder schon drüber, kann gut sein. Ja, ist ein bisschen blöd, also es funktioniert noch lange nicht so, dass man es vernünftig spielen kann, aber wir tun es trotzdem, Mann, genau. Sind wir harte Kerls. Und wir könnten ja mal gerade so ein bisschen erklären, wie das abläuft hier. Wir haben es schon mal versucht aufzunehmen, da ist dann leider was schiefgelaufen, deswegen ist hier der zweite Versuch. Und wir werden es trotzdem noch, wir machen es noch viel lustiger als damals. Natürlich, wir sind immer lustiger als damals. Auf jeden Fall, ihr guckt dieses Video gerade auf einem Kanal. Unter Umständen. Aber das Lustige ist, der Kanal von der anderen Person hat das Video auch, nur aus der Sicht der jeweiligen Person. Das heißt, wir nehmen jetzt erstmal beide auf. Schau mal, wie das so wird und dann könnt ihr am Anfang der ersten, je nachdem wie viel wir machen, ein paar Folgen halt sagen, ob es euch so gefällt, dass wir beide jeweils aufnehmen und hochladen, ob wir es vielleicht einen Wechsel machen sollen oder ob einer reicht und nur auf einem Kanal bitte, weil ich finde sonst die Playlist vom anderen nicht. Einfach raushauen danach oder ihr könnt auch sagen, das Spiel ist scheiße, ich will es nicht mehr sehen. Das ist eigentlich auch okay. Ja, aber uns egal. So. Genau. Deswegen laufen wir jetzt in den Wald. Nee, Quatsch. Also ich habe nebenbei... eine Karte offen. Man hat übrigens auch eine Karte im Spiel, aber nur wenn man sie hat. Das ist die beste Erklärung, die mir so in den letzten 5 Minuten dazu eingefallen ist. Ja, du hast eine Karte im Spiel und die scheint sehr nützlich zu sein. Das ist ja so ein bisschen Endzeit-Szenario. Och, Quatsch. Was mich gerade wundert, warum, was? Ach ne, das ist ein Busch. Ich dachte, da wäre eine riesige Kuh. Was mich gerade wundert, haben die irgendwie so Landmalerei gemacht, dass die überall so, wie heißt das nochmal? Ja, ich weiß, was du meinst, aber mir fällt es gerade so. Ist das Staffel? Staffelei, genau. Staffelei, genau. Ein Staffel und ein Ei. Ja, oder ein Tippizelt für sehr kleine Indianer. Das sind ja in Russland, ne? Da gibt's ja irgendwie alles. Da gibt's nur Kinder-Indianer, richtig. Ja. Importiert. So, also, impotent? Wir haben hier eine Straße. So. Nicht impotent, das ist was anderes. Wir haben hier eine Straße. Ich habe schon wieder so einen Hänger. Und noch einen. Aber auch was mit klein zu tun. Egal. Also. So, hier ist eine Straße und wenn wir dieser Straße folgen, kommen wir in irgendeine Richtung. Und dann hoffentlich auch zu einem Ortsschild und dann kann ich auch ungefähr feststellen, wo auf dieser Karte wir uns gerade befinden und wo wir besser hingehen sollten. Ja, denn die Welt ist verflucht groß. Mhm. Ja, richtig. So, also laufen wir doch einfach mal This Direction. Ich sehe schon die ersten Leute wieder fragen, was ist denn der Sinn von diesem Spiel, genauso wie bei Terraria und sonstigen Sachen, die wir bisher zusammen gespielt haben. Ja, also wenn wir das Ding wirklich so nennen, wie wir es gerade eben genannt haben, nämlich Let's Survive, dann dürfte der Sinn des Spiels eigentlich schon klar geworden sein. Wir müssen überleben. Ach so. Und zwar einfach... Nur das. Ich sag mal, ich habe hier ständig Hänger. Das tut mir voll leid. Das ist ja ekelhaft. Und dann bleibt das Spiel bei mir kurz stehen und dann springst du plötzlich durch die Gegend. Apropos springen. Achso, genau. Mach mal vor, wie man springt. Gerne ich doch. Ich guck dir zu. Oh, hey. Das sieht so cool aus. Hey. Wenn man es im Stehen macht, ich demonstriere gerade mal. Boah, geil. So kann man sich ja fortbewegen. Da war eine Schnecke, die ist sehr tierlieb. Scheiße. Ja. Ich finde es aber sehr interessant, dass meine Füße Abdrücke in der Straße hinterlassen. Oh, meine auch. Die müssen relativ frisch gemacht sein, die Straßen. Interessant. Bin ich irgendwo reingetreten? Ja, Straße. Boah, wenn man rückwärts läuft, werden die Leute, die uns folgen, niemals raffen, wie das zur Hölle nochmal funktioniert hat. Wir werden immer in die falsche Richtung laufen. Das ist mein Stomach crumbles. Ja, genau. Dann könnte man bei der Gelegenheit gerade mal erzählen, dass dieses Spiel sehr ambitioniert ist, was sein Inventar- und Crafting-System angeht. Man hat Nahrung, man hat Getränke, man hat Munition und Werkzeuge und Tools und alles muss man wirklich
haarkleinst von Hand zusammenbasteln bzw. auseinanderbasteln. So kann man zum Beispiel mit einer Axt zwar eine Dose öffnen, damit man das leckere Inhaltsgedöns rankommt, aber dabei verschüttet man halt jede Menge. Und Food ist selten. Food ist gut. Und Food, ich habe auch gut. Keins mehr und habe Hunger, das ist wieder wunderschön. Ja, ich hatte auch gerade Hunger, das ist jetzt zumindest gegessen. Ja, das ist halt. Ja. Brauchst du was? Ich hätte noch Döschen. Also noch bin ich nie am Verhungern, aber vielleicht demnächst. Ja, dann warte, dann was hätten Sie denn gerne lieber? Eine Kanne Spaghetti oder eine Kanne Baked Buns? Boah, dann das ja, Essbare. Das Essbare, die sind beide noch gut. Ja, dann. Ich bin Torsti. Lustig, aber ich habe noch genug Trinken dabei. Guck mal, ich schmeiß jetzt hier mal ein Döschen raus. So, hast du noch Trinken? Ja. Gut, okay. Wo hast du das Döschen hin? Das braucht doch immer eine Weile, bis das wieder spawnt. Respawn. Döschen? Währenddessen versuche ich gerade mal mein Inventar so ein bisschen zu sortieren. Döschen? Ich finde kein Döschen. Ja, das dauert Himmelarsch und zwar, das ist das erste Mal spielen. Geh mal da zur Seite, so. Döse. Dann haben wir hier eine Klebeband. Wir haben hier so Zeugs. Split Rex. Was ist denn das? Use. Damit kann man sich verbinden. Man kann ja mal sagen, für Leute, die DayZ überhaupt nicht kennen, was der Grundgedanke dieses Spiels ist, nämlich, dass die Welt von Zombies verseucht ist und man muss halt die Zombies überleben. Fakt ist aber, in der Standalone gibt es so wenig Zombies. Wir haben bis jetzt, glaube ich, 5 insgesamt gesehen. Ja. Und das in einigen Spielstunden. Die wahre Gefahr sind nämlich die Spieler und die können ganz schön asozial sein. Die betreiben nämlich ein wirklich schönes Rollenspiel, muss man sagen. Also schön. Im Sinne von, ja, schön im sehr übertragenen Sinne. Wo ist mein Dosenöffner? Du hast keinen Dosenöffner. Ich hatte einen. Nein? Doch, ich hatte mal einen, der ist jetzt weg. Dann öffne die Dose mit deiner Brechstange. Schraubenzieher geht nicht. Dann doch, die Axt. Das muss gehen. Schraubenzieher geht auf jeden Fall. Du musst Was hab ich denn so mit meiner Axt gemacht? Du hast die Axt rausgeworfen. Oh, jetzt habe ich sie wieder. Du musst den Schraubenzieher auf die Dose ziehen. Ja. Und dann müsste... Ach, das ist doch kein Schrauben... Ja, das ist Schraubenschlüssel. Ja. Fast das Gleiche. Ja, dann kann ich ja doch meine Brechstangen theoretisch nehmen, oder? Ja, natürlich. Brechstangen auf das Ding draufziehen. Wieso geht das nicht, wenn das so mit... Da auch nicht. Dann machst du halt mit der Axt, Himmelarsch! Das geht ja auch nicht. Ja, das muss gehen. Ah, doch, jetzt geht's. Die ganze Zeit so. Ach ja, jetzt geht das auf einmal. But you have dropped some when you were opening it. Ja, dann friss vom Boden. Bei der frischen Straße willst du mit Teervergiftung ins Krankenhaus? Und wer behandelt dich da? Wieso kann ich die... Ah, nee, das ist mein Getränk. Ich dachte gerade, warum kann ich Spaghetti essen? Oder trinken? Ach Gott! Ich will aufhören. So, yam, yam, yam. Lecker Spaghetti. Weich gekocht. Ich würde dir jetzt sagen, zieh doch die Maske aus, dann geht das Essen auch besser rein. Aber was soll ich denn sagen mit meinem Motorrad? Ich habe gerade gegessen und mein Durst ist weggegangen. Ja, weil Spaghetti mit Soße laufen. Und mein Bier ist noch da. Boah, also mit dem Überleben, ne? Das ist ja... Ich hab immer noch Hunger. Ich bin nicht mehr durstig. Es ist sehr schön. Leck mich doch. Ich gehe jetzt. Haben wir schon thematisiert, dass es hier Menschen gibt, die mitspielen? Das habe ich versucht, bis du mit dem Debakel der Dosenspaghetti Spaghetti angefangen hast. Debakel, ja. Das Spaghetti-Debakel. Es wird in die Geschichtsbücher eingehen. Ja, es gibt andere Menschen und die können ganz schön arschig sein, weil im Prinzip macht es nicht viel Sinn, zusammenzuspielen, es sei denn, man kennt sich und will zusammenspielen. Mhm. Oder man versucht, sich eine große Bande quasi aufzubauen und da wirklich Zeit zu investieren, um Waffen zu sammeln und Fahrzeuge und weiß der Geier was, und sich quasi wie ein Militär aufzubauen. Ansonsten ist man als Alleingänger eigentlich wesentlich besser dran, denn man verbraucht weniger Nahrung und ja... Nur eine Bushaltestelle, ich warte auf den Bus. Ach ja, genau. Der Bus nach Oktabokta. Nein, das ist die Buslinie. Der glaubt mir nicht, dass Oktabokta die Buslinie ist. Das heißt nämlich übersetzt auf Russisch bestimmt sowas wie mit großes mit Auto. Oder so. Oder Geschwür am Fuß. Oktabokta. Ich hab Oktabokta. Ich habe einen Oktabokta am Fuß. Nicht gut. So, jetzt habe ich... Oh, dieses Spiel, ey. Schön, ne? Die Grafik. Ja, ich kann gerade nicht mehr nach links oder rechts laufen. Ich könnte mal da aufnehmen, in das Dorf gehen und gucken, ob da Essen ist. Ich kann mich nicht mehr... Try? Ja? Ich kann mich nicht bewegen. Ja doch, du läufst auf der Stelle.
Ja, ich kann meinen Kopf nicht mehr drehen. Das habe ich gerade versucht, dir klarzumachen. Aha, jetzt geht's wieder. Ich habe Hunger. Alter Schwede. Nein, nicht da unten hin. Da ist überhaupt nichts. Da komme ich doch her. Da wohnst du? Hast du gegen mein Heim oder was? Ja, Oktabokta. Das ist nicht Oktabokta. Oh. Oder ist das Oktabokta? Ich weiß nicht, vielleicht ist alles ein wenig Oktabokta. Auf der Karte ist es nicht mal markiert. Wenn ein Bus dahin fährt, muss das auf einer Karte markiert sein. Das ist wichtig. I want to eat something. Ja. Das ist krass, oder? Das ist auch so, irgendwie haben die das anscheinend seit dem letzten Update, dass der Charakter eh immer Hunger hat. Du kannst dich theoretisch einstellen, das hatte ich bei der letzten Aufnahme gehabt. Ich habe, glaube ich, 3 Dosen Fisch gegessen und danach hat er erstmal Hunger gehabt. Ja, wenn man lange Zeit nichts isst, muss man das aufholen. Das Problem ist, auch wenn man oft was isst, funktioniert das nicht. Richtig. Warte, ich muss erstmal ein Döschen aufmachen. Oh, cool, ein Baum. Ich will das nicht immer mit einer Axt machen, da verliert man die Hälfte, aber das ist halt irgendwie, sonst habe ich nichts. Das kann man sonst tun. So, natürlich möchte ich an dieser Stelle nochmal demonstrieren, wie denn die Axt so soundmäßig gemacht wurde. Bist du denn? Oh ja, ich höre die Schüsse. Oh. Ich finde es auch schön, dass da oben Schusslöcher entstehen am Baum, wenn ich mit der Axt drauf haue. Oh ja. Das ist traumhaft. Sehr richtig. Und da wächst was raus. Ja, das habe ich. Das sind die Geister des Waldes. Des Waldis. Die Ente. Du schmierst gerade irgendwas an deinen Helm. Das sieht nicht gut aus. I have eaten some baked beans and now I look like a sow. Hallo. Let's go. Juhu. Ja, achso, übrigens, Menschen können auch nett sein. Nett merkt man daran, dass sie wegrennen, wenn sie einen entdecken. Ja, aber davon hatten wir eigentlich noch keinen. Das stimmt. Guck mal, hinter ist ein großes Haus. Oh. Ah, ja, genau, während gerade die Textur da hinten hin und her blinkt, die Grafik ist erstens noch nicht final und zweitens extrem beschissen programmiert momentan noch. Die ist noch nicht final, das geht noch besser? Ja, tatsächlich. Das Problem ist nämlich, das Spiel könnte sehr schön aussehen, wenn man die Grafik hochstellt, nur dann läuft das eigentlich fast auf keinem Rechner, das ist nämlich so dermaßen überhaupt nicht optimiert. Denn ich habe hier einen recht starken Rechner und es läuft kein Schlag. Das hier ist so ziemlich das Niedrigste, was fast geht von den Einstellungen und es ruckelt trotzdem teilweise. Ich habe schon wieder Durst. Aber hier drin finden wir natürlich was. Gewehr, deins. Hier, Gewehr. Gewehr? Take Mosin Ignis. Oh, da liegt ein Hammer. Moses? Ja, ich soll Moses mitnehmen. Willst du eine Bimmelmütze? Ich habe keinen Hammer, das ist cool. Nee, ich habe meine Maske auf, ich bin da voll zufrieden mit. Oh, was liegt denn hier? Eine alte Banane? Ja, alte Banane. Das ist auch das Schöne. Man kann verrottetes Essen essen. Ist aber keine gute Idee. Frag Try. Das schmeckt nicht. Aber ich habe eine volle Orange gefunden. Sie ist ein bisschen damaged, aber sie ist fresh. Black Pen. Ich versuche die Orange mal zu essen. Ich nehme mal den schwarzen Stift mit. Ich weiß noch nicht, was ich damit machen soll. Vielleicht meine Memo was schreiben? You have eaten some orange. Und der Durst ist wieder weg. Das ist wunderbar. Ja, ey, jetzt komm, aber diesmal macht das Sinn. Ja, es macht Sinn, aber dass mein Hunger nie weggeht, das macht irgendwie keinen Sinn. Ja, weil du viel Hunger hast. Ich habe gerade Spaghetti und Orange gegessen. Ich glaube, das sollte fürs Erste überreichen, um zu überleben. Warst du schon oben? Sagst du so, kommst oben nicht durch. Ich kann aber nicht öffnen. Hier steht ein Auto. Ich glaube, das ist jetzt nicht mehr zu reparieren. Es gibt aber tatsächlich Autos, die man reparieren kann und dann... Auch sogar Hubschrauber, zumindest war das in der Mod so. Das kann man übrigens auch mal sagen, Leute, momentan, also wenn ihr diese Aufnahme hört, hoffentlich noch, ist die Mod noch im Humble Bundle, also Arma 2 und die Mod direkt. Man bekommt für alles den Steam Key und kann sich das Zeug runterladen für $6. Also ungefähr ein Viertel von dem, was das hier kostet, die Standalone. Und die Mod ist sehr, sehr viel weiter. Mhm. Und seit wann wohnst du bei Hering? Ich habe gerade einen Zug in deinem Hintergrund gehört. Das wird mich sehr wundern, weil hier nichts ist. Interessant. Ja. Oh, hier ist eine richtig schöne Axt, so eine Feuerwehrmann-Axt. Boah, hier liegen Stöcke rum. Das tausche ich mal gerade aus. Die Stöcke? Nee, die Axt. Ich möchte diese Axt. Ich möchte diese Axt. Bitte. Das Inventar ist so ein Chaos momentan noch. Dies ist wahr. Das hier unten reinziehen. Wunderbar. Aha, jetzt. Okay. Ja. Ja, es ist halt. Sehr schön.
Nein, ich dachte, da hat gerade jemand gestanden. Ist halt so ein Spiel, da, weiß nicht. Ich kann es schwer beschreiben. Was ist denn ja. Ein Atlas Bipod? Ein was? Ein Atlas Bipod. Ach, das habe ich auch. Das ist dieses Gestell, das man unter das Gewehr klemmt, um im Liegen besser schießen zu können. Ja, ich habe keine Ahnung, ob das mit allen Waffen funktioniert. Ich habe das mit meiner Knarre noch nie ausprobiert.